Hallo, hier auf der Landstraße 1000 ist ein schlimmer Unfall passiert mit 3 Fahrzeugen und einem Schwerverletzten. Bitte schicken Sie uns schnell Hilfe. Guten Morgen, Kinder. Holt eure Mathehefte raus. Oh, schon wieder Mathe. Voll cool, das Feuer. Guck mal, wie das brennt. Riechst du das auch? Das riecht voll verbrannt. Frau Tafel. Ja, was ist, Saskia? Es riecht hier voll nach Rauch. Ja, stimmt. Jetzt riech ich's auch. Es brennt. Ah, Hilfe, es brennt, es brennt. Verhaltet euch ruhig, Kinder. Und du, Saskia, drückst den Knopf vom Feueralarm. Und jetzt geht geordnet und ruhig zum Treppenhaus. Und dann gehen wir gemeinsam zur Sammelstelle. In der Schule ist der Feueralarm ausgelöst worden. Alle Fahrzeuge ausrücken. Meine Augen, ich sehe nichts mehr. So viel Rauch. Feuer, schnell raus. So viel Rauch ist hier überall.
Hilfe, Feuer! Frau Tafel, es ist hier voller Rauch. Man sieht nichts mehr. Oh je, dann kommen wir übers Treppenhaus nicht raus. Schnell, lasst uns in den Chemieraum gehen. Oh, so viel Rauch. Oh je, es raucht so viel. Hilfe. Oh, die Feuerwehr ist da. Zum Glück ist die Feuerwehr jetzt gekommen. Wir sind gerettet. Jetzt einzeln in das Sprungtuch springen. Juhu! Gerettet. Gut gemacht. Jetzt geh schnell zu deinen Freunden. Saskia, hier sind wir. Ich bin so froh, dass wir gerettet sind. Ich hatte solche Angst. Endlich raus hier. Ah! Hier seid ihr alle. Zum Glück sind wir alle unbeschadet aus dem Schulhaus rausgekommen. Frau Tafel, kommen Sie bitte her. Hier, die zwei kleinen Brandstifter haben wir gerade geschnappt. Ihr zwei habt ja was angestellt. Zum Glück ist niemandem was passiert. Als Strafe habt ihr ein Jahr Putzdienst. So, Kinder, macht euch fertig, der Bus kommt gleich. Wieso? Wo fahren wir hin? Heute ist doch der Ausflug zur Feuerwehr. Oh je, das habe ich ganz vergessen. Mustafa und Susi, kommt, wir gehen. Ich komme. Frau Strumpfhose, wann kommt denn der Bus? Hab doch etwas Geduld. Ah, ich höre ihn schon. Ja, stimmt, ich auch. Und Kinder, seid ihr schon aufgeregt? Ja! Ja! Hallo Kinder, ich bin Oberbrandmeister Flamme. Ich zeige euch heute unsere Feuerwehrstation und unsere Feuerwehrfahrzeuge. Kommt mit! So Kinder, hier dürft ihr mit dem Löschgruppenfahrzeug mitfahren. Wer möchte? Ich! Ich! Okay Kinder, dann geht mal zur Seite, das Löschfahrzeug fährt jetzt raus. Jetzt zeige ich euch noch die Ausstattung vom Löschfahrzeug. Oben seht ihr den Schlauch mit Zubehör. Und hier habe ich eine Axt, mit der können wir im Notfall Türen und Fenster einschlagen. Und hier haben wir Pylonen zur Absperrung der Einsatzstelle. Hier haben wir ein Stromaggregat mit Rettungsschere. Im Notfall schneiden wir eingeklemmte Personen aus ihren Fahrzeugen. Hier seht ihr den Flutlichtstrahler. Den benötigen wir zum Ausleuchten des Brandortes. Und das ist unsere Löschkanone. Und jetzt schauen wir uns das Leiterfahrzeug an. Oh ja, voll cool!
Jetzt brauche ich noch 2 Freiwillige. Jetzt wird ein Ölbrand gelöscht. Oh, ist das heiß! Das brennt voll! Jetzt gehen wir in die Feuerwehrstation rein und dann zeige ich euch die Einsatzzentrale. Endlich! Hier befinden wir uns in der Leitstelle mit dem Einsatzrechner. Und bedient wird das Ganze von Frau Glut. Hallo, Kinder! Hallo! So, Kinder, jetzt sind wir schon fertig mit der Führung durch unser Feuerwehrhaus. Und zum Schluss dürft ihr noch rutschen. Ja! Juhu! Yippie! Jetzt sind wir fertig mit der Führung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Das war voll toll hier. Vielen Dank. Tschüss. Hier ist die Feuerwehr-Einsatzzentrale. Welche Adresse? Ein Lösch- und ein Leiterfahrzeug sind in wenigen Minuten bei Ihnen. Volle Leistung, Wassermarsch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Stopp! Leiter ausfahren! Mama! Tschüss!
Gute Arbeit. Ja, Würstchen, was ist mit dir los? Schon wieder Hunger? Ja, du bekommst doch gleich was. Und schon geht's los, die erste Kundin kommt. Hallo, einmal volltanken bitte. Okay, wird erledigt. Lecker, dieser Benzingeruch. Hier, bitte, und der Rest ist Trinkgeld. Vielen Dank, eine gute Fahrt und einen wunderschönen Tag. Ja, mein Kleiner, ich hab dich nicht vergessen. Schau mal, was ich hier hab. Ja, ich weiß, das war dein Kumpel Einstein mit Doc Brown. Die sind wohl wieder zurück aus der Zukunft. Halt, bleib hier! Oh jemine, Sie sind ja voll in Zapfsäule 2 gebrettert. Geht es Ihnen gut? Haben Sie offene Socken? Ziehen Sie Nebenluft? Alles in Ordnung, mir geht's gut. Zum Glück, aber nichts wie weg hier, sonst fliegt uns das hier alles um die Ohren. Hier ist Herr Zylinderkopf von der Tankstelle in der Ölstraße. Mein Hund Würstchen ist auf die Straße gerannt und dadurch musste ein Autofahrer ausweichen und ist bei mir in die Zapfsäule gekracht. Es gibt zwar keine Verletzten, aber das Fahrzeug ist explodiert. Bitte schicken Sie jemanden, schnell! Ja, ich schicke gleich einen Einsatztrupp los. Hoffentlich kriegen wir den Brand unter Kontrolle. Stimmt, mit unserem neuen Löschroboter muss das funktionieren. Und jetzt Wassermarsch. Ja, volle Kraft. Jetzt geht's los. Hoffentlich bekommen die das Feuer unter Kontrolle. Oh nein, das Feuer breitet sich aus. Ja, ich sehe es. Ich verständige sofort die Zentrale. Das Feuer breitet sich aus. Bitte schickt Unterstützung. Alles klar, Verstärkung ist unterwegs. Folgende Situation: Der Brand hat sich von der Tankstelle auf das Wohngebäude ausgeweitet. Trupp 1 geht an die Löschkanone und Trupp 2 geht in das Haus und sucht nach Personen. Ich schaue, ob Personen drinne sind. Und ich setze mich an die Löschkanone.
Hier ist zu viel Rauch, gehen Sie aufs Dach. Wir retten Sie dann vom Dach mit der Leiter. Alles klar, ich geh rauf. Wir haben gerade im Gebäude eine Frau entdeckt. Wie? Das ist meine Frau, aber normal muss die beim Arbeiten sein. Dann ist die früher nach Hause gekommen. Oh nein! Bitte helfen Sie ihr! Natürlich, wir geben unser Bestes. Wir versuchen, sie über das Dach zu retten. Und das Ganze nur wegen meinem Hund Würstchen, weil der auf die Straße gerannt ist. Wir müssen eine Person vom Dach retten. Ich fahre jetzt die Leiter aus. Hilfe! Hilfe! Hier ist zu viel Feuer, ich komme nicht an die Person ran. Okay, das habe ich mir fast gedacht. Ich werde Luftunterstützung anfordern. Hier ist Schmetterling 1. Wir brauchen Unterstützung bei einem Hausbrand in der Ölstraße. Verstanden, ich fliege sofort los. Brand gelöscht, ich fliege wieder zurück. Super, vielen Dank und einen guten Rückflug. Und Trupp 3, ihr könnt jetzt die Person vom Dach retten. Wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Ich wusste nicht, dass du schon zu Hause bist. Ja, es war ein Riesenschreck, aber mir geht's gut. Ja, Würstchen, und das alles wegen dir. Das heißt jetzt ein Monat nur Trockenfutter. Ja, da kann man nur sagen, Glück im Unglück. Würstchen hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Tschüss! Sehr geehrte Fluggäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren Zielflughafen. Bitte schnallen Sie sich an, klappen Sie die Tische ein und bringen Sie die Rückenlehne in eine aufrechte Position. Danke, dass Sie mit Pacific Airline geflogen sind. Wir würden uns freuen, Sie wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Was war das? Das hat sich wie eine Explosion angehört. Oh nein! Das Triebwerk ist explodiert. Mayday, Mayday. Hier ist Pacific Airline mit der Flugnummer 1093. Es gab eine Triebwerksexplosion. Wir verlieren sehr schnell an Höhe. Ich werde eine Notlandung einleiten. Hier ist der Tower. Habe verstanden. Ich alarmiere sofort die Flughafenfeuerwehr und die Landebahn wird freigehalten. Ich drücke Ihnen die Daumen, damit alles klappt. Vielen Dank. Ich beginne jetzt mit dem Landeanflug. Wir hatten eine Triebwerksexplosion. Bitte verhalten Sie sich ruhig und bleiben Sie sitzen. Wir setzen jetzt zur Notlandung an. Mama, Mama, ich habe so Angst. Brauchst du nicht. Ich bin doch bei dir. Und das ist ein erfahrener Pilot. Wir sind gelandet.
Bring die Fluggäste sofort in Sicherheit. Befinden sich noch weitere Personen an Bord? Nein, wir waren die Letzten an Bord. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit, bevor es noch zu weiteren Explosionen kommt. Und ich schaue nach, ob alles bei den Löscharbeiten klappt. Oh je! Was ist los? Musst du auf die Toilette? Nein, schlimmer, die Pumpe ist kaputt. Und Jungs, läuft alles? Nein, die Pumpe ist gerade kaputt gegangen. Nein, das ist aber ganz schlecht. Gib sofort dem Tower Bescheid, dass der die umliegenden Feuerwehren alarmiert. Hier ist die Flughafenfeuerwehr. Unser Fahrzeug ist defekt. Bitte alarmieren Sie die umliegenden Feuerwehren. Oh je, das ist ja wirklich schlimm. Ein Unglück kommt selten allein. Ich alarmiere sofort die Feuerwehren. Hier ist die Feuerwehr-Einsatzzentrale. Hier ist der Flughafentower. Wir haben einen Flugzeugbrand und wir brauchen Unterstützung. Hier ist der Flughafentower. Wir haben einen Flugzeugbrand und wir brauchen Unterstützung. Natürlich, ihr könnt auf uns zählen. Wir helfen euch. Hier ist der Flughafentower. Wir haben einen Flugzeugbrand und wir brauchen Unterstützung. Wir sind schon unterwegs. Los geht's, Tom. Wir haben einen Einsatz am Flughafen. Okay, ich komme. Ich versuche, die Pumpe zu reparieren. Vielleicht habe ich ja Glück und sie läuft wieder. Hallo, wir sind das Notarztteam. Gibt es unter Ihnen irgendwelche Verletzten? Nein, mir geht's gut. Zum Glück haben wir alles gut überstanden. Und bei dir, alles in Ordnung? Ja, alles gut. Zum Glück war meine Mami bei mir. Das freut mich zu hören. So wie es aussieht, werden wir hier nicht gebraucht. Komm, wir fahren wieder zurück. Hoffentlich kommt bald die Unterstützung. Das Feuer breitet sich immer mehr aus und die Fässer mit dem Öl sind gefährlich nah dran. Endlich, da sind sie ja. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bitte macht euch gleich an die Arbeit. Und ein Löschfahrzeug soll bitte die Ölfässer neben dem Flugzeug abkühlen, damit diese nicht explodieren. Ja, wird gemacht. Und wie sieht es aus? Läuft die Pumpe wieder? Ja, ich bin gerade fertig geworden. Sie läuft wieder. Endlich mal eine gute Nachricht. Dann kriegen wir das Feuer hoffentlich noch unter Kontrolle. Das Feuer ist gelöscht. Vielen Dank. Ohne eure Unterstützung hätten wir das nicht geschafft. Florian, raus aus dem Bücherregal. Und Dani, runter von der Lampe. Na, Emil, bist du schon müde? Oh, no. So, Zeit zum Schlafen.
Jetzt aber schnell ins Bett mit dir. Und hier kommen noch Andi und Dani. Jetzt wird's höchste Zeit für euer Mittagsschläfchen. Schlaft süß, bis später. Ja, Mama. Hier riecht's so komisch. Oh nein, da kommt Rauch aus der Küche. Schnell, lass uns nachsehen, was da los ist. Ich geh schnell rauf zu den Jungs. Nein, das ist zu gefährlich. Ich rufe sofort die Feuerwehr an. Wir brauchen schnell Hilfe. Bei uns in der Sonnenallee 3 brennt es. Ja, in Ordnung. Ich schicke sofort einen Löschzug raus. Alle Feuerwehrleute zu den Einsatzfahrzeugen. Befindet sich noch jemand im Haus? Ja, unsere Sechslinge. Andi, Benni, Chris, Dani, Emil und Flo. Oh, so viele Kinder. Ich schicke sofort einen Feuerwehrmann rein. Es befinden sich noch 6 Kinder im Haus. Ihr müsst sie über die Drehleiter rausholen. Seid vorsichtig, Jungs. Kommt her, ich hatte so große Angst. Zum Glück geht's den Kindern gut und ihnen ist nichts passiert. Jetzt sind wir alle wieder zusammen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir sind so froh, dass Sie unsere Kinder gerettet haben. Das haben wir doch gerne gemacht. Dafür sind wir ja auch da. Und zum Glück sind alle wohlauf. Unsere schöne Villa. Ja, für heute Nacht müssen wir uns nach etwas anderem umschauen. Oh, du. Lass uns doch ins Hotel fahren. Ja, gute Idee. Zum Glück ist das Auto unbeschadet geblieben. Und morgen können wir uns nach einer neuen Bleibe umschauen. Genug Stress und Sorgen für heute. Juhu! Das macht voll Spaß! Super! Das ist voll schnell! Schneller! Ich liebe Schiffschaukeln! Ich auch! Und das ist sowas von toll! Und cool! Oh, schade, schon vorbei. Das war so cool. Wenn du möchtest, können wir ja nochmal schaukeln. Nein, das reicht mir. Ich möchte was anderes machen. Was gibt es noch, Mama? Wie wär's mit dem Kettenkarussell? Das ist gleich nebenan und das wird dir bestimmt auch ganz viel Spaß machen. Guck, Mama, die Clouds, die sind so lustig und machen tolle Musik. Ja, die sind wirklich toll.
aber wir müssen uns beeilen. Das Kettenkarussell fährt gleich los. Ja, los, Mama, lass uns gehen. Juhu, ich bin schon so aufgeregt. Das macht bestimmt auch ganz viel Spaß. Heb dich gut fest, es geht los. Ich freue mich schon. Oh, schade, das hat voll Spaß gemacht. Komm, lass uns schauen, was es noch gibt. Oh ja, los, Mami, schneller. Mit so einer Bahn bin ich noch nie gefahren. Juhu, das ist voll cool. Komm, lass uns ins Riesenrad gehen. Ich weiß nicht. Warum? Was ist denn, Mami? Ja, deine Mami hat etwas Höhenangst und das Rad ist wirklich riesig. Oh, schade. Aber wenn du Angst hast, dann verstehe ich das. Dann fahren wir nicht mit dem Riesenrad. Das ist lieb von dir. Aber guck mal da drüben, wir können doch mit dem Breakdancer fahren. Oh ja, komm! Das sieht ja richtig toll aus. Ich freue mich schon auf die nächste Fahrt. Ja, ich mich auch. Da werden wir bestimmt ganz schön durchgeschüttelt. Oh, das ist so schnell. Ja, da musst du dich nachher ganz schön festhalten. Juhu, endlich geht's los. Mami, was ist jetzt los? Ich weiß nicht. Der Breakdancer spielt verrückt. Mir kommt das Mittagessen hoch. Mami, was riecht hier so verbrannt? Da muss irgendwas brennen. Komm schnell raus hier. Ja, los. Die Bügel gehen nicht auf. Mist, meiner auch nicht. Der ist noch fest. Hilfe! Hilfe! Chef, Chef, ruf schnell die Feuerwehr an, der Breakdancer brennt und die Gondeln sind festgeklemmt, die Bügel gehen nicht auf, schnell! Ja, in Ordnung, ich alarmiere die Feuerwehr. Papa, Papa, guck, der Breakdancer brennt. Ja, ich seh's und da ist noch eine Frau und ein Kind in der Gondel eingesperrt. Bleiben Sie ganz ruhig. Wir haben die Feuerwehr verständigt. Die müsste jeden Moment eintreffen. Holen Sie uns hier bitte schnell raus. Wir haben solche Angst. Hilfe, Mami, ich will raus. Ja,
Ihr müsst zuerst das Feuer im Breakdancer löschen und dann die eingeschlossenen Fahrgäste befreien. Ja, verstanden. Wir fangen gleich an. Und wie immer, passt gut auf euch auf. Hallo, ich bin Oberbrandmeister Flamme. Haben Sie noch etwas Geduld? Wir befreien Sie gleich aus der Gondel. Und wie sieht es aus? Habt ihr das Feuer unter Kontrolle bekommen? Ja, alles gelöscht. Wir holen jetzt die Fahrgäste raus. Ja, beeilt euch. Die sind in Panik. Und seid vorsichtig beim Öffnen. Vielen Dank, dass Sie uns gerettet haben. Ich hatte so Angst. Das haben wir gerne gemacht, aber dein Husten hört sich nicht gut an. Schnell, geben Sie mir Ihre Hand. Vielen Dank. Die Kleine gefällt mir gar nicht. Der Husten hört sich nicht gut an. Ich habe vorsichtshalber einen Rettungshubschrauber verständigt. Oh, du Arme. Das hört sich nach einer Rauchvergiftung an. Wir müssen dich vorsichtshalber mit in die Kinderklinik nehmen. Achtung, festheben. Ich schiebe die Liege rein. Mami, ich hab Angst. Brauchst du nicht. Ich bin doch bei dir. Ich bin Frau Dr. Müller und ich untersuche dich. Atme tief ein und aus. Es handelt sich um eine leichte Rauchvergiftung. Nichts Schlimmes. Morgen kann sie schon wieder nach Hause. Oh toll, das freut mich. Mami, wann kann ich nach Hause? Schon morgen. Und heute Nacht bleibe ich bei dir. Oh, toll. Vielen Dank, Mama. Hunger! Ich habe Hunger! Wo bleibt das Essen? Immer mit der Ruhe. Essen kommt schon. Hier, heute gibt es leckeren Käse. Guten Appetit, lass es dir schmecken. Käse, immer wieder Käse, ich kann schon gar keinen Käse mehr sehen. Ich muss mir was einfallen lassen, es wird höchste Zeit, dass ich hier rauskomme. Was ist jetzt los? Das ist ja der Feueralarm. In der Gefängniszelle ist Feuer ausgebrochen. Man sieht ja gar nichts vor lauter Rauch. Erledigt. Zum Glück war das nur ein kleiner Brand. Ab wo ist der Häftling hin? Die Zelle ist ja leer.
Das wirst du gleich sehen, wo der Häftling ist. So ein Mist. Ich muss sofort Alarm auslösen. Was war das? Die Polizistin ist ruhig gestellt. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hier rausfinden. Ah, perfekt. Da habe ich ja schon was Passendes. Hände hoch. Wir machen jetzt einen kleinen Rundflug. Los, glotz nicht so dumm. Starte den Hubschrauber. Oder willst du, dass ich ungemütlich werde? Komisch, wieso startet der Hubschrauber? Ich habe ihm doch gar keine Starterlaubnis erteilt. Und was ist hier passiert? Die Gefängniszelle steht ja offen. Na, wen haben wir denn hier? Was ist passiert? Frag erst gar nicht. Er hat zur Ablenkung ein Feuer gelegt und hat mich dann überrumpelt. Deshalb der startende Hubschrauber. Er hat sich unseren Kollegen mitsamt den Hubschrauber geschnappt. Geh runter in die Einsatzzentrale und versuche Kontakt aufzunehmen. Perfekt, endlich raus aus dem Knast. Jetzt muss ich nur noch ein passendes Fluchtfahrzeug finden. Und du bleibst hier ganz ruhig sitzen, während ich mich verdrücke. Das war knapp, endlich ist er weg. Hier ist Adler 2, Zentrale, bitte kommen. Hier, Zentrale. Der geflohene Häftling hat mich gezwungen, ihm bei der Flucht zu helfen. Ich stehe hier auf der großen Wiese am Wald. Was soll ich jetzt machen? Versuchen Sie, ihn zu verfolgen, und sobald Sie eine Spur haben, geben Sie uns Bescheid. Ja, mache ich. Perfekt. Ich habe es schon fast geschafft. Jetzt weg mit den Gefängnisklamotten. Super, was will man mehr? Das perfekte Fluchtfahrzeug. Und der Schlüssel steckt. Da muss ich doch gleich zugreifen. Ah, da habe ich schon eine Spur. Der Häftling muss in die Richtung geflüchtet sein. Vielleicht hat der Arbeiter da was gesehen oder etwas mitbekommen. Hallo? Hallo? Ja, was ist los? Ich bin auf der Suche nach einem geflohenen Häftling. Haben Sie etwas mitbekommen oder gesehen? Oh nein, nicht mein schönes Auto! Was? Wieso? Was ist mit Ihrem Auto? Es ist weg. Es stand da drüben. Und dieser blöde Laubbläser macht so einen Lärm und deswegen habe ich nichts mitbekommen. Geben Sie mir eine Beschreibung von Ihrem Fahrzeug. Ich werde es dann an die Zentrale weiterleiten. Zentrale? Der Häftling hat ein Fahrzeug geklaut. Es handelt sich um einen weinroten Pickup-Truck. In Ordnung, ich lasse sofort eine Straßensperre errichten. Einsatzwagen 17, bitte kommen. Hier ist Einsatzwagen 17. Ein entflohener Häftling ist mit einem gestohlenen weinroten Pickup-Truck auf der Flucht. Errichten Sie eine Straßensperre auf der Hauptstraße neben dem LKW-Parkplatz. Ja, machen wir. Hier kommt keiner durch. An dieser Straßensperre wird sich der Häftling die Zähne ausbeißen. Zentrale, wir haben die Straßensperre erstellt und wir warten jetzt auf den entflohenen Häftling. Schnappt euch den Häftling. Viel Erfolg. Hörst du das? Das hört sich nach einem großen Fahrzeug an. Da, das ist doch der Pickup-Truck. Er kommt schnell näher.
Anhalten! Stopp! So, Freundchen, deine Spritztour ist zu Ende. Mach keine falsche Bewegung. Leg deine Hände aufs Lenkrad, wo wir sie sehen können. Und dann steig langsam aus dem Auto aus. So ein Mist und ich hätte es fast geschafft. Und da kommt auch schon dein Taxi. Oh, bitte nicht. Ich kann keinen Käse mehr sehen. Da ist er ja. Er hätte wohl auch nicht gedacht, dass wir ihn so schnell fangen. So, das war es mit deinem kleinen Ausflug. Und jetzt geht's wieder zurück ins Gefängnis. Aber bitte, keinen Käse mehr. Wo bleibt Mama bloß? Hey Lea, komm. Oh Mami, ich hab dich so vermisst. Was machen wir heute Nachmittag? Ach, ich weiß nicht. Wie wär's mit dem Freizeitpark? Au ja. Oh cool, du bist ja mit dem Geländewagen da. Oh cool, der ist so groß. Ja, hier können wir den ganzen Nachmittag verbringen. Ich möchte als erstes mit dem Breakdancer fahren. Ja, da können wir gleich hin. Oh je, hoffentlich hält es mein Magen aus. Das war lustig. Mir hat's auch gefallen. Los, Mami, komm schon. Als nächstes das Kettenkarussell. Okay, aber Mami macht jetzt erstmal eine Pause. Und los geht's zu einer neuen Fahrt. Tschüss. Spaß gemacht. Und jetzt das Riesenrad. Aber mit dir, Mami. Mami, wo bleibst du denn? Ich halt's gar nicht mehr aus. Ich bin gleich da. Hier Ihre Karten. Viel Spaß bei der Fahrt. Danke. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, gleich geht's los. Oh je, was war das?
Mami, wieso hält das Riesenrad an? Weiß ich nicht, warten wir mal ab. Was ist jetzt los? Oh nein, der Antrieb ist defekt. Mami, ich krieg Angst. Bleib ganz ruhig, es wird bestimmt gleich Hilfe kommen. Hoffentlich, das ist schon gruselig hier oben. Der Motor vom Riesenrad ist defekt. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich werde gleich die Feuerwehr anrufen und die wird Sie dann aus der Gondel befreien. Hier ist die Feuerwehrleitstelle. Wie viele Personen? Ist die Zufahrt frei? Ein Leiterfahrzeug ist auf dem Weg zu Ihnen. Es befinden sich ein Erwachsener und ein Kind in der Gondel. Nimm meine Hand und komm ganz langsam zu mir her. Endlich! Ich hatte schon Angst hier oben. Jetzt bist du in Sicherheit. Halten Sie meine Hand. Kommen Sie ganz langsam her. Super, geschafft. Oh, danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Jetzt gut festhalten. Es geht abwärts. Endlich wieder Boden unter den Füßen. Das hat voll Spaß gemacht, mit der Leiter mitzufahren. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir sind so froh, dass Sie uns gerettet haben. Ja, vielen Dank. Das habe ich doch gerne gemacht. Entschuldigung, es tut mir so leid, dass Sie mit dem Riesenrad stecken geblieben sind. Als kleine Wiedergutmachung möchte ich Ihnen diese 2 Jahreskarten für unser Riesenrad geben. Vielen Dank, aber so schnell fahren wir nicht mehr mit dem Riesenrad. Das war ein aufregender Tag. Allerdings, jetzt nichts wie nach Hause. Aber dann machst du was zum Essen. Ja, natürlich.